Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Monika und heute habe ich wieder eine Rezension für dich und zwar über das neue Buch von Stephen King, Das Institut. Das Institut ist im Heine Verlag erschienen, ist seit dem 10.09.2019 auf dem Markt, hat 768 Seiten und kostet 26 Euro. Du hast natürlich wieder die Möglichkeit, auf das Hörbuch zuzugreifen, wieder gelesen von David Nathan. Und da hast du zwei Varianten. Du kannst dir einmal die ungekürzte Version exklusiv bei Audible besorgen. Die kostet dann im Abo 9,99 Euro für 21 Stunden lang Hörgenuss. Oder du kaufst dir regulär die CD im Handel, die du dann auch überall bekommst. Die ist dann gekürzt auf 19 Stunden und kostet 19,99 Euro. In der Geschichte geht es um Luke. Luke hat eine Gabe, er beherrscht die Telekinese. Das heißt, er kann mit seinen Gedanken Gegenstände bewegen und er wird eines Tages aus seinem Zimmer heraus entführt. Seine Eltern werden umgebracht und er wacht in einem Zimmer auf, das so ähnlich aussieht wie seins. Aber es ist halt nicht sein Zimmer, denn er befindet sich jetzt im Institut. Er merkt ziemlich schnell, dass er nicht alleine ist. Es sind viele Kinder da, die auch diese Gabe beherrschen oder auch die Telepathie. Manche beherrschen beides, manche nur eins, aber die Herrschaften dort sind der Meinung, alle Kinder müssten beides beherrschen und man möchte, dass die Kinder bewusst ihre Fähigkeiten einsetzen und dementsprechend unterzieht man ihnen Tests, sie bekommen Spritzen, sie bekommen Medikamente, es geht sogar so weit, dass man die Kinder in einen großen Tank unterbringt mit Wasser und sie kurz vor dem Ertrinken bringt, damit sie diese Gabe einsetzen, also richtig extreme Tests und richtig ekelig in dieser Geschichte. Aber das ist gar nicht mal das, was den Kindern solche Angst macht, sondern es gibt einen Vorbau. Da kommt man hin, wenn man eine gewisse Zeit in diesem Institut verbracht hat und von da aus kommt man nicht wieder zurück. Den Kindern wird natürlich erzählt, dass die Kinder dann wieder nach Hause kommen, alles ist Paletti, alles ist ganz easy, alles ist ganz toll, aber die Kinder glauben da nicht so richtig dran. In der ganzen Zeit findet Luke natürlich auch Freunde in diesem Institut und als dann seine beste Freundin auch nach vorne ins Haupthaus kommt, läuten bei ihm alle Glocken und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass die Kids auch eine Verbindung mental gefunden haben, also sind geistig verbunden und sie bekommen mit, was da vorne abgeht. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass Luke so schnell wie möglich rauskommt aus diesem Institut, Hilfe holt, damit die anderen Kinder und auch seine Freundin gerettet werden können. Und ob er das schafft und wie er das macht und was da alles noch erzählt wird, musst du natürlich alles selber herausfinden. Fangen wir mal an mit den Sachen, die mir gefallen haben. Ich habe das Hörbuch gehört und muss sagen, David Nathan hat hier absolute Arbeit abgeliefert. Also für mich war das Beste, was ich je von ihm gehört habe. Und dann noch in Verbindung mit dieser tollen Geschichte ist einfach nur grandios. Das Cover finde ich unheimlich toll gewählt. Das hat mich gleich total gecatcht. Es ist ein Eyecatcher und wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann weiß man, dass es auch sehr gut gewählt ist vom Verlag. Also mich spricht dieses Cover unheimlich stark an. Die Geschichte ist richtig gut gelungen, es ist rund, es ist wieder ganz toll erzählt und das kann Stephen King ja für mich sowieso ganz besonders. Er kann mich von der ersten Seite an voll in die Geschichte hineinziehen und ich weiß nicht, ob du das auch hast. Bei Stephen King habe ich das Gefühl, ich stehe mitten in dieser Szene. Das habe ich bei keinem anderen Autor. Bei ihm habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir die Geschichte aus einer gewissen Distanz anschaue, sondern ich stehe mitten in dieser Runde und schaue den Kids ins Gesicht und kann mit ihnen richtig agieren. Also es ist einfach Wahnsinn, wie dieser Mann schreiben kann. Und die Geschichte ist auch wirklich sehr rund und hat sehr große Erinnerungen an S oder Stand By Me, weil wir hier wieder die Kinder begleiten und man hat eine sehr starke Bindung zu den Kindern und man freut sich mit ihnen und trauert mit ihnen und leidet mit ihnen. Also es ist einfach nur grandios. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass ich in Mitte des Buches oder etwas drüber das Gefühl hatte, es fehlt mir irgendwas. Also irgendwas hat für mich nicht gestimmt und ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht, dahinter zu kommen, was es ist. Ich habe das Gefühl, es waren einfach zu wenig Locations. Das bin ich bei Stephen King gar nicht so gewohnt. Man springt ja eigentlich von dem einen zum anderen und dann außerhalb und so. Und das haben wir hier gar nicht so gehabt. Du warst immer in diesem Institut drinne. Klar hast du dann verschiedene Räume gehabt und so, aber es ist irgendwie, hat das da nicht so richtig funktioniert. Es war mir definitiv zu wenig.
Und das hat mir so ein bisschen den Spaß gemindert, dass ich dann hin zum Schluss ja so eine kleine Enttäuschung gespürt habe. Was mir noch negativ aufgefallen ist, ist die Übersetzung. Wie ich gerade eben gesagt habe, habe ich ja eine ganz starke Bindung zu den Kindern gehabt. Das kann er ja wirklich sehr gut. Aber diese Geschichte sollte in der Gegenwart spielen. Und es kam auch oft genug das Wort fuck you vor. Und dann kamen aber so Phrasen wie, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und da, ab da habe ich dann so für zwei, drei Seiten immer wieder den Faden so ein bisschen verloren zu den Kids. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Das hat für mich so unlogisch gewirkt, weil man heutzutage so nicht mehr spricht. Man sagt ja heute auch nicht mehr Himmel, Arsch und Zwirn zum Beispiel. Es passt einfach nicht mehr. Und das hat für mich auch nicht zu den Kids gepasst. Also sonst wirkte das alles für mich sehr authentisch und die Sprache und wie sie sich benommen haben und so. Aber sobald so ein Satz wieder vorkam, war bei mir wieder fertig und ich habe wieder zwei, drei Seiten gebraucht, wieder eine Bindung aufzubauen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr gute Geschichte. Aber wenn du hier natürlich einen Horror erwartest, der eher unterschwellig ist und der aus einer ganz anderen Ecke kommt, der Horror ist nämlich der, dass man sieht, dass der Mensch den Horror erzeugen kann. Und es muss nicht unbedingt immer ein Monster sein. Mir hat dieses Buch trotz allem sehr gut gefallen. Ich musste da ein bisschen Abzug machen, aber die Geschichte war sehr gut. Und wenn du hier natürlich jetzt einen großen Horror erwartest, ist diese Geschichte für dich nichts, weil der Horror ist eher so unterschwellig. Und dass der Horror auch mal aus einer ganz anderen Ecke kommt, nämlich vom Menschen her, fand ich jetzt auch mal sehr interessant. Also mir hat diese Geschichte sehr gut gefallen. Ich gebe dem Buch 4 Sterne, was eine sehr solide Arbeit ist. Und wie gesagt, das sind so ein paar Minuspunkte für mich. Das heißt nicht, dass du auch so empfindest. Und ich bin gespannt, wenn du das Buch gelesen hast, was deine Meinung dazu ist. Schreib mir das mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns rege darüber austauschen. Weil ich habe dieses Buch sehnsüchtig erwartet. Und ich bin auch ganz zufrieden mit der Geschichte und dem Verlauf. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Was ich mir hier wünschen würde, wäre eine richtig tolle Verfilmung, weil das bietet sich absolut an. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr von solchen Videos sehen möchtest, dann lass mir gleich ein Like da, abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht getan haben solltest, aktiviere die Glocke, damit du immer wieder Bescheid bekommst, wenn ich ein Video hochlade und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao!